Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part. Oh, ich habe völlig ver. Jetzt bin ich völlig verwirrt. Euch mit einer Pose. Machen wir die Fusion nach rechts. Fusion H. Ja, mit diesem H heiße ich euch nochmal herzlich willkommen zu einem neuen Part. So, Dragon Ball Xenoverse. Im letzten Part haben wir das schöne zwei Parallelquests erledigt, haben mit Raditz gegen Piccolo und Son Goku gekämpft und haben eine neue Attacken-Doppelsonntag gelernt. Und ja, ich würde mal vorschlagen, dass wir so ein bisschen mal jetzt mal gucken im Industriegebiet. Ich wollte es eigentlich im letzten Part machen, aber ja, gehen wir einfach jetzt mal durch die Läden ein bisschen und dann machen wir. Ich bin gerade am Überlegen. Ich schau mal, ich überleg's mir jetzt spontan, ob ich dann eher nochmal eine Parallelquest mache oder. Wir haben, glaube ich, im letzten Part auch eine andere Booster bekommen wieder, ja. Dann machen wir mal die Gesundheit nochmal hoch. Maximale Ki und maximale Ausdauer. Oder? Wo man dann lieber einen Grundangriff. Nehmen wir mal maximale Ausdauer. Das passt so. Ihr könnt mir in die Kommentare schreiben, ob das scheiße ist, wie Skill oder nicht. Ja, hier sieht man einen Welcome, wunderschönen friend. Objektladen. Ich habe auch gemerkt, dass man viele Kapseln braucht. Also es wäre gut. Kauft man mal davon 5, sind 1000 Zenny. Man kriegt auch, wenn man S-Rang erreicht hat, einen gewissen Extra-Level Parallelquest, kriegt man auch ab und zu mal, wenn man einen speziellen Gegner besiegt, so Mr. Satan-Marken, die sind richtig, richtig viel wert. Ja, der Kampf fängt an. Das ist eine Macht. Es gibt mir nie aufgeben. Okay. Ja, nee, das muss jetzt ehrlich gesagt nicht sein. Hier ist noch ein Mischladen. Was We have kriegt man nice beim new items in Mischladen? stock. Ah, dann kann man Rezepte. Machen wir doch mal eine Mischkapsel S und eine Energiekapsel. 50 Zenny. Nicht schlecht. Mischkapsel S mit einer Abwehrkapsel. Aura-Kapsel. Vielen Dank, mein Freund. Gucken wir mal, rüsten wir die uns mal gleich mal auf. Kampfobjekt wechseln. Auf Z, hier kriegen wir unsere ganzen Kapseln. Eine Kapsel mit Defensivkraft. Im Inneren stellt deine eigene Ausdauer ein wenig her. Okay. Wunderschön, wunderschön. Ja, dann haben wir hier einen Zubehörladen. Welcome, friend. Schon wieder. Hat er was anderes jetzt drin? Ah. Oh, das ist cool. Ein Reishut. Scouter, altes Modell. Aber ich glaube, man kann sich die nicht angucken, wie sie bei einer Person anschaut. Das finde ich schade. Finde ich ein bisschen schade. Gehen wir mal ein bisschen weiter. Hier Kostümladen. We have nice new items in stock. Finden wir was für uns? Ah, wir können dieses blöde Chichi-Kostüm verkaufen. Was wir eh nicht tragen können, kaufen. Wir sind ja eher der Fernkämpfer, also wäre das eigentlich wunderschön. Also. Soll ich mir das holen oder nicht? Ja, hol mir es. Kostet 2500, aber egal. Man kriegt ja mit der Zeit immer mehr und mehr Geld. Und ja, mal gucken, wie das. Das sieht eigentlich nicht schlecht aus da. Sieht aus wie ein Tattoo. Sieht man seine Muskeln. Und ich finde es richtig, sieht dann nice aus. Der kann seinen Oberkörper sich sehen zu lassen. Ja, gehen wir mal weiter. Hier sieht man noch einen wunderschönen Fähigkeitladen, auch wenn ich kein Geld Welcome, mehr habe. friend. Einfach mal Looky Looky machen, was es so gibt. Ernährung,
Ermahnung noch nichts Gescheites. Ich glaube, das kommt immer mehr und mehr mit der Zeit. Hier noch ein Mischladen. Und wisst ihr was, Leute? Weil ich euch so gerne habe, gehen wir jetzt einfach wie versprochen. Ja, keine Parallelquests machen, sondern die Geschichte weiterspielen. Ich hoffe, dass das auch wunderschön klappt. Außer es kommt jetzt uns noch jemand dazwischen mit einer Mission oder irgendwas anderem. Aber ich glaube, das sollte klappen. Ja. Also, was ich gemerkt habe, kommt es bei euch sehr gut an, das Projekt. Und yeah. Ich hoffe, es bleibt doch so. Hey, Kumpel. Harte Arbeit als Zeitsoldat. Bist du ein Neuling? Hier ist ein Zeichen meiner Freundschaft. Oh, danke. Ich passe immer auf dich auf und von neuem an viel Glück. Du hast folgendes erhalten. Energiekapsel S. Oh, danke schön. Digga, das ist nett von dir. Es lädt. Gehen wir zu Trunksy Boy. Trunks. Ich bin bereit für den nächsten Job. Willst du auf Zeitpatrouille gehen? Ja. Ich zähle auf dich. Damn! And you just revived as well. Right here, history is changing. I would really appreciate your help. Spooky Beamen. Ja, wir müssen Mo Son Goku helfen. Ja, die Saiyajins vom Planeten wieder zu vertreiben. Es lädt und lädt. Kamehameha! Pflanzenmann Plage. Besiege 20 Gegner. Oh, ich denke, es wird kein Problem sein. Who are you? Komm her. Are you an ally? Bam. Bam. You look strong. Bam. But I suggest you stay back. See those guys over there with the huge powers? Well, we're gonna have to fight them. That's right. Fighting these little guys isn't the end. Und jetzt. Leave them be. Energieschuss. If we lose, the earth is done for anyway. If that happens, there's nowhere to run. Go fight them if you really want. Another weakling isn't gonna make any difference. If possible, please try not to bore us. The Cybermen of this history, they're just stronger. And there are more of them. Cybermen. Dem Moment, wo er das war, kann er mehrere auf einmal. Hier kriegst du mal das hier ab.
Also jetzt gehen gerade meine Attacken immer daneben. Das ist irgendwie gerade Standard, habe ich das Gefühl. Jetzt machen wir unsere neue Attacke. Mich nerven. Machen die überhaupt was gerade? Zwangs und so? Zwangs sei schon. Die haben Schuhen, Tension, Han. Ich habe das Gefühl nicht. Ja, kämpfen gegen ein kleiner, mickriger Pflanzenmann und schweben ein bisschen rum. Ja, ja. Nur auf den Brokkoli immer. Kleiner Wichser. Den falschen getroffen, aber egal. The Cybermen are really strong. Komm her, du Pussy. Wunderschöner, grüner Lina-Strahl. Bam, bam, bam. Ja, also Leute, ich hoffe, ich stelle mich auch nicht zu blöd an. Klar, werden jetzt wieder viele kommen, du bist schlecht und so, aber ich denke, ich bin nicht so arg jetzt schlecht oder nicht schlechter als andere YouTuber. Schreibt mir mal in den Kommentaren, ob ich schlecht bin für euch. Wird wahrscheinlich erst im Online-Kampf zu sehen sein, wenn ich Online-Kämpfe mache. Und eigentlich müsste ich diese volle Energiekanone ist eigentlich voll für den Arsch. Muss man jetzt mal so sagen hier. Bam. Jetzt kriegst du noch eine Energie. Und weil so schön war. Das finde ich ein bisschen schade. Also ich habe gedacht, von der Leistung her würde es die PlayStation schaffen. Ob es schaffen würde, dass die Felsen kaputt gehen, richtig. Und auch kaputt bleiben. Aber, okay. Slate. Jetzt kommen noch stärkere Pflanzen, wie es aussieht. Und ich bin ganz, ganz, ganz alleine. Ich will nicht alleine sein. Ich brauche Freunde. Warte mal. Jetzt müsste es klappen. Bam. Willi. Obwohl ich so viele auf einem Fleck stehe, habe ich es nicht geschafft, einen zu treffen. Damn you! Das ist peinlich. Hier frisst das, mein Freund. Ich glaube, muss die Graue loswerden oder sind die Grünen heftiger? Ich weiß die Rangordnung nicht so. Ich glaube, Gold ist das heftigste. Hätte ich jetzt mal so gedacht. Nice, nice. Bam, 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 bam. Ich treffe irgendwie immer die. Nee, die Grauen kommen mir momentan schlimmer vor. Okay, zack, zack, zack. Zack, zack. Wie greift man denn nochmal? Ihr könnt es mir ja mal in die Kommentare schreiben, wie man greift. Bam. Fick dich, du Biatch. Nice, gleich zwei weggeflogen. Ja, ich finde, es macht mir riesen Spaß so, wenn so auf einem Fleck auf einmal alle so da sind. Zack, 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 zack. Ja, ich weiß nicht. Manche würden jetzt sagen, ich sollte dann doch eher in einen Angriff gehen, aber ich weiß nicht. Lieber nicht. Ja, aber langsam muss ich ja mal auf meine Gesundheit ein bisschen achten. Auf jeden Fall, das Spiel ist auf jeden Fall nicht leicht, also man soll es nicht unterschätzen. Zack, 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 jetzt. Die Attacke kann richtig nice sein. Einmal habe ich es geschafft bei Vegeta, glaube ich mal. Da war er direkt vor mir gestanden und hat alle Bälle abbekommen. Ich habe, glaube ich, die Hälfte vom Leben dem abgezogen, aber das muss man halt auch erst mal schaffen, das dem abzuziehen. Und ja, hier frisst das hier, mein Freund. Jetzt kriegt er noch das hier.
Jetzt sprang sie vor ihm. Ich hatte keinen Bock auf ihn. Hey now! Tenenmen and Jinklemen are in the mix now. Nicht mal einen getroffen. Let's see how well they do. Kleine Pussy. Bam, 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 bam. Ja, also das ist echt eine Kunst beim Kämpfen zu reden. Also gib mir noch ein bisschen Zeit dafür. Dann werde ich ein bisschen aktiver sein. Aber ich muss mich da echt gerade konzentrieren. Ich hoffe, ihr seht das für mich. Ich sehe das nicht so schlimm. Ich hoffe, ihr habt Spaß, wenn ich die Metzen, die kleine Brokkoli-Dinger, spreche mich an. Spreche mich für alle Kinder, die gezwungen wurden, Brokkoli zu fressen. Ja, ich habe es früher gehasst. Ich glaube, einige von euch haben es gehasst, wenn man früh Brokkoli essen musste. Ja. Doppelsonntag. Boom. Bam. Bam. Oh. Ihr nervt mich. Bam, bam, bam. Soundeffekte. Jetzt mal nur volle Kraft, Energiebildung. Das gibt's echt nicht. Hat fast nichts abgezogen. Vielleicht ein Viertelbalk oder. Hallo. Das reicht mal. Finisher. Habe ich es jetzt geschafft? Rang A. Nice, nice. Würde ich mal sagen. Super Angriffe. 10 Treffer. Ja, das ist noch nicht viel. Levelaufstieg. Und ja, Leute, wie es weitergeht, ich weiß, blöder Cut, würde ich euch vorschlagen, machen wir beim nächsten Mal. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir haben ein neues Level aufgestiegen. Wir haben uns die Läden ein bisschen angeschaut und haben ein bisschen ein paar Mini-Brokkolis verprügelt. Und ich hoffe, dass euch dieser Part gefallen hat. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und eine gute Nacht. Weil dieser Part wird eher der spätere Part sein. Und ja, haut rein. Euer Storn. Ciao.